In diesen Minuten beginnt im Gebäude hinter uns das Treffen der Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege. Für den heutigen Nachmittag steht auf dem Programm unter anderem die Frage nach der Legalisierung von Cannabis. Wir haben uns deshalb heute hier eingefunden, um unseren Katalog an Forderungen nochmal an die Verhandlungsgruppe zu adressieren. Ihr habt alle schon die Handzettel gekriegt, aber ich lese das nochmal vor, damit auch die Leute in dem Gebäude hinter uns genau wissen, was wir wollen. Wir fordern die Verhandlungsgruppe der Ampelkoalition und die zukünftige Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP dazu auf, die Zeichen der Zeit zu erkennen, ihre Wahlversprechen zu erfüllen und 5 Jahrzehnte Unrecht zu beenden. Deutschland braucht legalen Hanf jetzt. Wir fordern Streichung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz, Überführung des Genussgebrauchs von Cannabis in das Jugendschutzgesetz, legale, privatwirtschaftlich organisierte Abgabe von Cannabis-Genussmitteln an Erwachsene. Wir fordern die Kennzeichnung legaler Cannabisprodukte hinsichtlich der Wirkstoffmengen, die Sicherstellung der Kostenübernahme für ärztlich verordnete Therapien mit medizinischem Cannabis. Wir fordern eine alltagsgerechte Legalisierung des Anbaus von Cannabis für den eigenen Bedarf analog zu Tabak. Wir fordern einen wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichteten Grenzwert für die Teilnahme am Straßenverkehr und schwebt da 10 Nanogramm pro Milliliter vor. Wir fordern die Bereitstellung von mehr Mitteln für Präventionsarbeit und Schadensminimierung durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wir fordern die Einstellung aller cannabisbezogenen Ermittlungs- und Strafverfahren und eine Generalamnestie für alle gewaltfreien Cannabistäterinnen. Das von der SPD vorgeschlagene Modellprojekt lehnen wir ab. Diese Modellprojekte wären eine vermeidbare, unnötige Zeitverschwendung und würden das Leid der Cannabisnutzerinnen verlängern. Die Erfahrungen aus den USA, Kanada, Uruguay und anderen Legalmärkten sind eindeutig. Legalisierung funktioniert, das Hanfverbot funktioniert nicht. Wir sprechen uns deutlich gegen die von der FDP angestrebte Abgabe von Genussmittelcannabis über Apotheken aus. Kein anderes Genussmittel wird dort vertrieben. Das sind unsere Forderungen an die Verhandler. Das ist das Minimale, was wir von der Regierungskoalition der Ampel haben wollen. Nicht weniger ist nötig, um Deutschland endlich zu einem freien Cannabismarkt zu machen. Woo!